Das ist der Santa Cruz Hightower 2.0. Ah, ich sehe ein wunderschönes, carbongeschmiedetes, leichtes, elegantes Fahrrad für alle Zwecke, die man sich oder die ich mir vorstellen kann. Mein erster Eindruck war, dass das Rad kaum ein Unterschied zum alten Hightower ist, aber dennoch ein Unterschied, der spürbar war. Also aktuell fahre ich das alte Hightower, also das erste Hightower Modelljahr 2017. Und im Vergleich jetzt zum 220er Modell des Santa Cruz Hightowers merkt man schon, dass das Fahrrad agiler ist. Obwohl es am Radstand hinzugewonnen hat, ebenso der Reach ist länger geworden und der Lenkwinkel ist noch ein bisschen flacher geworden. Dennoch ist das Fahrrad in kurvigen Passagen agiler. Es lässt sich schneller von links nach rechts bewegen und ja, verrichtet seinen Dienst noch etwas besser als das alte Hightower. Durch den Flipchip beim Hightower 2 haben wir die Möglichkeit, 0,3 Grad in der Geometrie zu verändern. Das bedeutet für den Reach, dass wir von 450 mm in der Low-Variante auf 453 mm in der High-Variante gehen können und der Lenkwinkel verändert sich dann von 65,2 auf 65,5 Grad. Ich bin 1,70 Meter groß und bin das Hightower in der Größe M gefahren. Als erstes fällt beim Hightower 2.0 auf, dass der VPP-Hinterbau und die Anlenkung des Hinterbaus sich verändert hat. Der Dämpfer wandert vom Oberrohr runter hin zum Tretlager. Dadurch gewinnen wir natürlich ein wenig Platz für eine Trinkflasche, bleiben aber trotzdem dabei, einen Luftdämpfer fahren zu können. Santa Cruz grenzt das Fahrrad gegenüber einem Megatower oder einem Bronson dahingehend ab, dass wir hier keine Möglichkeit haben, mit einem Coil-Dämpfer zu fahren. Das liegt aber auch daran, dass der Hinterbau speziell auf Luftfederdämpfer ausgelegt ist, damit wir die Progression zum Ende hin noch mal ein bisschen steigern können, um Durchschläge noch mal besser verhindern zu können. Vorne am Steuerrohr haben wir bei dem Hightower noch mal eine leichte Veränderung der Zugverlegung festgestellt. Das heißt, hier wird noch mal ein Scheuern der Züge noch mal besser verhindert, wohingegen beim alten da noch mal hin und wieder ein paar Scheuerstellen zu sehen waren. Das Hightower 2.0 lässt sich noch leichter den Berg hochtreten als das alte Hightower. Durch den flacheren Lenkwinkel und den etwas steileren Sitzwinkel schafft es Santa Cruz tatsächlich, die Bergauf-Kletterqualitäten dieses Fahrrades noch mal weiter nach oben zu schrauben. Ja, das Hightower, das erste schon, hat dem Fahrer eine unfassbare Laufruhe vermittelt bei hohen Geschwindigkeiten, unabhängig von den Hindernissen, die einem dem Vorderrad entgegenkamen. Beim Hightower 2.0 in der Kombination mit den Reverse-Laufrädern, wie es in dem Testrad gegeben war, hatte ich noch mal mehr Laufruhe und ein noch besseres Fahrgefühl bergab, sodass ich mich zu jeder Zeit, egal bei welchem Hindernis, einfach unfassbar sicher auf dem Rad gefühlt habe. Statt sich drei Räder zu kaufen, kann man mit dem Santa Cruz Hightower 2.0 das Kunststück vollbringen, tatsächlich ein Fahrrad für verschiedenste Anlässe zu besitzen. Es ist einerseits unheimlich stark beim Klettern und andererseits gibt es, glaube ich, keinen Trail, den das Rad nicht meistern kann. Es ist vielleicht nicht direkt für den Bikepark ausgelegt, aber alles, was einem im Wald begegnet, sollte dieses Rad mit einer Leichtigkeit meistern, die alle verwundert. Verwundert, aber ich finde es gut. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert unseren Kanal. Der Link zum Hightower ist unten in der Beschreibung aufgeführt und adios, muchachos!